Hallo, ich habe mich ewig nicht gemeldet, Blendies. Also ich weiß nicht, habe es über ein Jahr, ja, da, es ist schon länger her, weil ich bin ja jetzt Mama und deswegen hier hinten auch die Superstühle. Aber ihr seht noch eine Pflanze, ihr seht noch eine Pflanze da hinten. Trotzdem habe ich mal wieder Lust, mit euch zu reden, zu babbeln, auch ein bisschen an meiner Pflanzensammlung zu arbeiten, also vor allen Dingen an meinen Pflanzen. Oh, ich sehe ein bisschen zerstört aus. Typische Mom-Life. Ich sehe nicht immer so zerstört aus. Und leider geht es meinen Pflanzen entsprechend. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein eigener Aufruf. Anne, kümmere dich mal mehr wieder um deine Pflanzen. Wir gehen jetzt mal meine Pflanzen durch und gucken, wie es ihnen geht. Ich stelle mich der Kritik. Anne, was machst du? Weil wir beginnen gleich mit fast dem schlimmsten Raum. Das ist gar kein Raum. Da ist ein Hospiz. Okay, hier drin. Okay, was ist hier? Das ist eigentlich meine Auffangstation für Pflanzen, die ihr Leben nicht mehr wollen. Das hier, könnt ihr euch vorstellen, das war die Monstera mal, die so groß war. Und zwar die variegierte Monstera. Aber die haben alle Tripse gehabt, richtig heftig. Und die werden hier jetzt relativ oft abgeduscht. Und ich habe sie radikal runtergeschnitten. Aber trotzdem, Tripse ist der Endgegner. Es wird immer bleiben, weil das Blatt ist jetzt einigermaßen wieder. Und da kommen auch wieder neue. Wie schön ist das? Aber ja, auch meine Monstera Thai Constellation. Oh, meine Tochter weint. Ja, Mäusle. Und hier, guck's dir an, immerhin gibt's hier jetzt ein neues Blatt. Ja, und da hinten ist auch eine variegierte Monstera. Also irgendwie stehen sie sehr auf variegierte Pflanzen, diese blöden Tripse. Und das ist noch eine Monstera, die eigentlich auch ziemlich zerstört ist. Mone. Oh je, was ist los? Mone. Zitrone? So. Neben der Monstera. Die muss auch wieder radikal runtergeschnitten werden. Ich habe so viele Sachen probiert. Also ich nehme gerne Tipps an. Ich zeige es euch mal. Also neben anderen Tripsemitteln und Sprühs, ich habe es immer abgeduscht. Habe ich auch immer ein bisschen davon reingemacht. Nicht zu oft. Das ist ja ein bisschen so Doping für die Pflanze. Davon dürft ihr wirklich nur ganz bisschen, so einen kleinen Shot reinmachen in das Sprühwasser. Also Wasserstoffperoxidlösung 3%. Aber ihr seht, ihr dieses Blatt? Dann seht ihr das? Ah. Geht leider jetzt nicht anders. Wir müssen das jetzt gemeinsam machen. Hier hinter mir, das ist eigentlich mein Lieblingsregal für meine Pflanzen. Das musste wegen, wir gucken keinen an, weichen teilweise, weil unten können natürlich keine mehr stehen. Diese Madame hier reißt an allen Pflanzen rum. Hier unten ist ihr Chaosbereich und hier beginnen wir mit den Pflanzen. Und denen geht es eigentlich ganz gut. Ich meine, die hier muss eindeutig eigentlich mit einem Stab verstärkt werden, weil sie wird jetzt eher zu so Hängepflanze, was auch nicht schlecht aussieht, muss ich sagen. Hier, die Heuer ist ja so eine meiner Lieblinge. Ich finde, Heuer sind echt dankbar, muss ich sagen. Weil das Schlimmste, was die alle kriegen, ist immer Wollläuse. Aber das geht. Das geht klar. Einer meiner Lieblingsphyllodendren. Du bist gar keine Philodendrin. Guckt, ich bin jetzt voll draußen schon aus diesem Game. Einer meiner Lieblingsanthurien, genau. Finde ich übrigens eine der coolsten Sachen der Anthurien, dass die Blätter so klein starten und dann wachsen. Und dann immer länger oder größer werden können. Voll schön, die Birne Marx, die Variegierung. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt variegiert vorher war. Bin etwas verwirrt. Hier die Birken. Die Shidia, oder? Bist du? Ich habe euch alle so lange nicht beim Namen genannt. Da eine Black Velvet. Jetzt, guckt euch mal das Blatt an. Ja, es ist alles nicht mehr so schön, wie es mal war, aber wir werden wieder aufbauen. Mein ganzer Stolz und auch der von meinem Mann ist unsere Geigenfeige. Ich meine, das ist doch mal ein Baum, oder? Die Zweige werden so lang und wir wollen gern, dass er richtig groß wird. Genau. Dieses Blatt hier. Und er muss sich extra hier drauf aufstützen, damit er es überhaupt schafft. So, wir gehen hoch. Es gibt nämlich noch mehr. Darüber beginnen wir gleich. Ja. Syngonien sind ja auch echt dankbar und ich liebe Syngonien. Okay, so viele davon eigentlich gar nicht. Ich finde die zwar schön zum Angucken, aber ich finde es schade, dass die Blätter nicht größer sind, weil ich ein typischer Großblätterfreund bin. Und die hier, ich meine, die Variegierung, irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, die Variegierung dieser Syngonie ist so schön. Und die war mir mal komplett verdörrt, weil die relativ gut Wasser brauchen. Aber dann kam sie auch wieder, deswegen, das ist das Schöne. Hier stehen noch unterschiedliche. Eine unbezeichnete Anthurium. Anthurium. Die habe ich mal aus Bali mitgebracht. Dann hier eine richtig schöne Heuer. Und das war es eigentlich. Hier steht sonst ein komplettes Mischmasch. Meine Philodendron will eigentlich ein bisschen feuchtere Luft. Das ist natürlich immer bei einem Neubau ein Problem. Sterne! Hier Monkey Mask.
leider einen sehr langen Weg hier hingelegt, weil es immer schlecht ging und dann sind die Blätter abgefallen und hier unten hat sie das jetzt. Könnte ich natürlich jetzt abschneiden, wieder neue Wurzeln ziehen. Und die Mutter aller Anthurien ist da drin, jetzt im Gewächshaus in meinem kleinen, mein Ikea-Häuschen. Aber sie hat immerhin, sie hat drei Blätter. Ja, da bin ich ganz froh drum. Auch wenn das eine gerade, glaube ich, ein bisschen am kaputt gehen ist. Das waren jetzt erstmal alle. Schlimm genug. Schöner Ausblick auf unseren Baum. Ich habe noch ein, zwei, die irgendwo stehen. Unter anderem meine Riesenmonstera, aber die hat nur zwei Blätter und die hat seit Beginn an nur zwei Blätter, weil es war eigentlich nur ein Ableger. Aber drei schwere Punkte mit Kind, noch Kraft und Zeit zu finden, Neubau, Luftfeuchtigkeit und immer Tripse, immer Tripse. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Videos ihr sehen wollt. Ich bin aber auf dem Sprung und werde zwei Monate nach Asien gehen. Aber da könnten wir natürlich auch coole Videos machen. Mal gucken, was Asien derzeit so zu bieten hat. Und wenn ich eure Wünsche so zusammen habe, gucken, ob meine Pflanzen danach noch leben, wenn ich wiederkomme, dann geht's hier weiter, vielleicht auch in Asien. Ciao!